Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Unboxing meinerseits. Heute haben wir was ganz Besonderes. Ich muss mal ganz kurz unsichtbar greifen. Ha! Oh nee, das war das Falsche. So, ich habe das Falsche gegriffen. Das brauchen wir gleich. Ha! Da ist sie. Die Wutbox von Juni. Wir haben Juli. Warum? Also, folgendes. Ich drehe einmal die Box und wie man hier sehen kann, sind hier sehr viele Aufkleber gewesen. Diese Box ist durch verschiedenste Stationen gewandert und hat eine Reise durch Deutschland gemacht. Oder eigentlich immer nur zum Paketdienst und dann zum Paketshop, zum Paketdienst, zum Paketshop, zum Paketdienst, zum Paketshop. Und irgendwann dann, so nach einem Monat, habe ich dann endlich mal eine Mitteilung bekommen. Ah, guck mal, dein Paket ist da. Und dann habe ich es natürlich sofort geholt. So, jetzt wollen wir endlich gucken, was ist in der Wutbox von Juni 2020 drin. Ich hoffe, es ist die von 2020 und nicht von 2019. Ich wollte es gerade nach rechts werfen, aber wer es gesehen hat, dass da eine Katze lang ist, wäre ein bisschen doof, dass die Fleckenkirche nie wieder vom Tisch weg. So, also, die Wutbox von Juni und dann schauen wir doch gleich mal rein. Wutbox. So, dann schauen wir doch einfach mal, was wir hier so Schönes haben. So. The best meat for your dragon. Wutbox Human Krispies. Ja, hier steht dann, was da entsprechend enthalten ist in deiner Box diesen Monat in verschiedensten Arten und Sprachen. Das heißt, jetzt habe ich euch gerade schon ein bisschen gespoilert. Scheiße. So, machen wir weiter. Fangen wir an mit, also es ist die Animal Wood Box und hier haben wir Crash Bandicoot 3D Coaster. What? Was sind Coaster? Natürlich sind die zugeschweißt. Leckt mich doch am Hintern doch, meine Fresse. Muss ich das auch extra noch aufmachen? Aber schön von Activision, ne? Activision-Werbung ist natürlich gleich wieder gegeben. Ist da. Und ich bin zu blöd, das aufzumachen. Ja, da. Ah, da. Ah. Auf das ich mich verletze. Was ist der Flug? Hallo, gibt es hier keine elegante Art, das zu öffnen? Doch, hier unten, oder? Ja, nein, falls an, vielleicht. Hä? Hier ist auch so ein dummer Nippel drüber. Meine Güte, was macht ihr denn hier mit mir? Da geht's auf, da geht's auf. So, jetzt können wir uns mal die Coaster angucken. Was auch immer Coaster sind. Ah, Coaster sind Untersetzer. Also für Gläser, für Tassen. Whatever. Und die haben halt so ein schönes 3D-Bild, aber ich werde das jetzt nicht komplett aufmachen, denn zurzeit, ja, keine Ahnung. Kriege ich die Sachen, aber das war's dann auch, ne? Deswegen packen wir das Ganze einfach mal beiseite. So, keine Lust. Dann haben wir von unserer letzten Wutbox aus dem Mai die. Ja, den Geisterpin. Keine Ahnung, das ist aus irgendeinem Anime. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, welcher Anime das ist. No idea. Haben wir hier wieder in Papier schön eingewickelt. Was ist das denn Schönes? Oh, ich sehe es schon und ihr noch nicht. So, machen wir es ganz kurz. Game of Thrones Shot Glasses Set. Shot Glasses? Yep, Shot Glasses. Das heißt, es sind kleine Gläser, wo ihr einen kleinen Schnaps oder sowas trinken könnt. Ja, jetzt muss ich sagen, ich bin nicht der größte Game of Thrones Fan. Aber wahrscheinlich kennt ihr die Häuser oder wer auch immer das da sein mag. Ich glaube, es sind ja Häuser da, ne? Gut, hier haben wir einen Löwen drauf. Weiß nicht, auch hier Game of Thrones. Unten durchsichtig. Wenn ihr also mal mit euren Kumpels einen trinken wollt oder so. Ja. Ob man diese Box jetzt noch bekommt, keine Ahnung. Aber Fakt ist, ja, ist halt da, ne? Und die Box geht gar nicht richtig zu. Warum nicht? Weil er sich da reingeknickt hat. Und was bist du denn für ein dummes Ding? Richtig halt so.
gehst du jetzt zu. Jetzt gehst du zu, ne? Jetzt gehst du. Das Ding geht nicht zu. Naja, nun gut. So, dann haben wir als nächstes das, was immer dabei ist, ein T-Shirt. Ein T-Shirt von Jurassic Park, würde ich sagen, weil ich hier das Jurassic Park Logo drauf. So. Ja, nochmal wahrscheinlich. Ja, Jurassic Park, nicht Jurassic World, bitte, 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 bitte beachten. Ja, und da seht ihr dann DNA. Ja, also wenn ihr eine entsprechend gute DNA habt, dann Mr. DNA oder AUP. Keine Ahnung. DNA. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Funko Pop Figur. Ja, ne? Ist halt Funko Pop, ne? Also ist halt ein kleiner Timon aus König der Löwen. Muss ich jetzt extra da so. Einmal aufmachen, dass ihr ihn einmal sehen könnt. Oh, der hat sogar einen Stoff überzogen. Oh, der ist so weiß. Nein, ich weiß nicht. Ich finde ihn pott hässlich. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr den findet. Also auch der Film selber war für mich jetzt nicht gerade so der Burner. Aber nichtsdestotrotz finde ich diesen Timon echt hässlich. Und die Kopfdrehung, egal. Lassen wir das. Gut. Ja. Das war die Wutbox aus Juni. Das heißt dann, in circa einem Monat bekommt ihr zu mit viel Glück dann die Wutbox aus dem Juli zu sehen. Ihr könnt mir... Ach, hier steht sogar geflockt. Ihr könnt mir mitteilen, das sind übrigens die anderen, die es noch da gibt. Mit viel Glück hätte man wahrscheinlich einen von den anderen noch haben können, keine Ahnung. Also ihr könnt mir mitteilen, was ihr von diesen Wutboxen haltet. Wollt ihr mehr sehen, wollt ihr weniger sehen oder wollt ihr das gar nicht mehr sehen oder holt ihr euch selber die Wutbox? Teilt es mir mit. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, mit viel Glück kriege ich die nächste Wutbox ein bisschen früher und sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Timon, mach mal. Tschö, tschö. Danke, Timon.